Herr Neubauer, Sie haben sich 10 Jahre eingesetzt für die doppelte Staatsbürgerschaft in Südtirol, haben jetzt aber den Eindruck, das Thema ist vom Tisch. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann tut es mir leid, dann liegt es auch an den maßgeblichen Politikern dieses Landes, dass das ganz bewusst so gefördert wird, dass man es einschläfen lässt. Tatsache ist, dass jetzt auch Bundeskanzler Kurz AD bereits in mehreren Pressekonferenzen in Tirol davon gesprochen hat, dass dieses Thema für ihn aufrecht ist. Ich gehe davon aus, dass die doppelte Staatsbürgerschaft kommen wird. Die Frage wird sein, in welchem Zeitrahmen wir uns dann befinden. Aber kommen wird es. Dazu sind die rechtlichen Voraussetzungen schon geschafft worden. Eine Kommission hat alle Voraussetzungen geprüft und ausgearbeitet und ich denke, es ist ein wirklich gutes Gesamtpaket entstanden und es wird ja nicht nur die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtirol darin rechtlich begründet, sondern auch müssen wir jetzt aufgrund der Situation in England die Brexit-Opfer mit einrechnen. Dann müssen wir einrechnen die Frage der Holocaust-Opfer und auch natürlich die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft für Südtiroler. Das heißt, Südtirol ist hier nicht allein, sondern wir haben versucht, ein Dreierpaket zu schnüren, das sehr gut gelungen ist. Und deshalb bin ich auch relativ sicher, nicht zuletzt aufgrund der englischen Situation, dass die Südtirol-Frage damit mit erledigt wird. Dazu müssen die Freiheitlichen aber wieder in die Region. Ja, das kann sein. Das muss aber aufgrund der aktuellen Situation mit dem Brexit nicht unbedingt sein. Denn ich denke nicht, dass man hier die Fragen dann trennt und neu aufschnürt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gesetzesentwurf gibt, der die Brexit-Opfer und die Holocaust-Opfer vorsieht, aber Südtirol ganz konsequent ausschließt. Das wäre gegen alle Vernunft. Sie haben heute auch kritisiert, dass im Südtirol-Unterausschuss Stillstand herrscht. Was muss hier geschehen? Also Stillstand in dem Sinn herrscht nicht. Der Südtirol-Unterausschuss kann aber nur so viel tun, als an ihn herangetragen wird. Weil ein Unterausschuss kann nur Themen behandeln, die per Antrag eingebracht werden. Ansonsten ist der Außenpolitische Ausschuss zuständig. Das heißt, wenn vom Bundesland Tirol oder von Südtirol keine konkreten Punkte an den Südtirol-Unterausschuss herangetragen werden, kann eine Einberufung des Südtirol-Unterausschusses nicht stattfinden. Und nachdem derzeit offenbar eine Kommunikationsproblematik besteht, tagt dieses Gremium eben nicht. Und das muss schleunigst behoben werden. Könnte der Südtirol-Unterausschuss ansonsten auch abgeschafft werden? Der Südtirol-Unterausschuss könnte abgeschafft werden, weil man dann die Meinung vertreten kann, naja, wenn dieses Gremium ohnehin nur einmal im Jahr tagt, diese Fragen könnte man dann auch im Außenpolitischen Ausschuss beraten. Und das wäre natürlich der Todesstoß für den Südtirol-Unterausschuss und für die Kommunikation über Regionalrat, Südtiroler Landtag, Landtag, Bundesland Tirol und Wien. Und das wäre bedauernswert.